wunderschönen guten Tag, meine süßen kleinen Mäuse. Und damit herzlich willkommen zu Psalm 5:9-13. Ich war noch nie gut in Mathe, deswegen weiß ich nicht, wie viel das ist, aber ist ein Horrorspiel. Worum es geht, weiß ich mal wieder nicht. Wurde mir empfohlen, sieht echt knackig aus. Also, ich kacke mir vielleicht ein kleines bisschen in die Hose. Mehr will ich nicht sagen, wir starten direkt rein. Let's go. Da, Abfahrt! Ah, hallo? Oh. Man klickt auf den Fernseher. Ja gut, alles klar. Nach diesem super unkomplizierten Start, der ganz offensichtlich war, sind wir auch schon mittendrin. Das Spiel ist so im 4:5 Format, glaube ich, hier so, ne? Also ist nur so alt Röhrenfernseher-mäßig und so. Ihr seht hier diese fetten schwarzen Balken im Bild. Aber ich finde es immer sehr zuträglich für eine Horroratmosphäre, weil ich so alten Horrorkram sehr, sehr gerne mag. Oh, wir gehen wahnsinnig langsam. Wahnsinnig langsam. Ja. Naja, gut. Dann wollen wir mal rein in die Olga. Oh, wir gehen wirklich langsam und wir können auch nicht sprinten oder so. Das ist aber sehr gut gemacht, muss ich sagen. Das gefällt mir ausgebrochen gut. Guck mal, eine Box, die von Fliegen umkreist wird. Oh, Gott sei Dank. Ein ganz tolles, helles Fenster. Das heißt, draußen ist helllichter Tag und es ist alles gut und nichts kann uns passieren. Hallo? Ist da irgendein abgetrennter Kopf in der Box oder warum kreisen da Fliegen drum? Oh, Spaghetti mit Meatballs. Pumps a sweaty mom's Spaghetti. Können wir hier durch? Ist abgeschlossen oder habe ich nur verkackt? Nee, ist abgeschlossen. Okay, aber Pech gehabt. Ist hier jetzt auch zu? Oh, liegt hier irgendwo ein Schlüssel? Habe ich irgendwas übersehen? Oh, oh Gott, warum sind wir denn voller Schlitzer und Blut? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wo Schlüssel? Wo Schlüssel? Sesam, öffne dich! Ich habe echt alles versucht jetzt. Alles. Nee, kann man auch nichts mehr machen. Oi. Das war ein Kohlkopf im Topf. Eieiei, okay. Aber immerhin ist jetzt die Tür offen und wir kommen in dieses wahnsinnig stilvoll eingerichtete Wohnzimmer. Wenn so ein Dröhnen als Hintergrunduntermalung geht. Oh, schön, die Tür ist zu. Nice! Warum steht hier eine Zimmerpflanze auf dem Stuhl? Ist hier irgendwas in den Schubladen? Was? Nein. Irgendjemand unterhält sich im Nebenraum. Der Fernseher geht auch nicht. Kann ich einfach raus? Geht das? Lasst ihr mich raus? Nee, natürlich nicht. War ja klar. Okay, muss ich jetzt wieder irgendwas suchen, mit dem ich interagieren kann? Oder? Man hört die ganze Zeit. Für sowas bezahle ich GZ! Ich würde jetzt gern gehen. Also, wenn es niemandem was ausmacht, würde ich mich einfach still und leise verkrümeln. Mir fehlt es ein bisschen an Möglichkeiten zur Interaktion, bin ich ehrlich. Also ich laufe jetzt rum und kann aber irgendwie mit 0,5% der Objekte interagieren. Ich habe selbst vor meinem eigenen Schatten Angst, bin ich ehrlich, ne? Bild. Noch ein Bild.
Hä? Bin ich Jack oder ihr? Kiste. Türen. Ja, und jetzt? Blumen. Ist da was dahinter oder ist das einfach nur schlechte Reflexion hier? Ist da was hinter der? Nee. Oder? Nee. Ja, Kinders, ich bin... Oh. Bruder, mach kein Auge. Das fand ich nicht gut. Das war nicht gut. Und jetzt kommt der wahre Horror. Kinder. Die mit Bauklötzen spielen. Die Uhr, sie tickt. Der Fernseher ist aus. Okay, ich vermute mal, ich muss jetzt wirklich in jedem Raum hier irgendwelche Besonderheiten finden. Die Uhr geht nicht weiter. Hier sind Bauklötzchen und so auf dem Boden. Im nächsten Raum haben wir... Bitte! Okay, hat sich auf jeden Fall bewegt und irgendwie komisch geatmet. Fand ich alles nicht so super. Guck mal. 1 Fernbedienung. Kann ich jetzt hier anmachen? Hoppala. Oh, können wir Sesamstraße gucken? Ah! Oh! 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 Habt ihr es gesehen? Oh, das war nicht schön. Das war nicht schön. Das Fernsehprogramm mag ich überhaupt nicht leiden. Das Licht flackert auf. Ich hatte ganz tolle Angst, dass er jetzt gleich irgendwann rauskommt. Wyoming today makes him the first to visit in preparation for the 2008 general election. Republican President Jack. Ich kann das alles nicht mehr. Kommt da noch was? Footage im Wald jetzt hier. Was das denn? The Cabin in the Woods jetzt hier oder was? Das ist auch so laut! Laut! Ich schalte noch mal um! Das fand ich nicht schön. Scheiß Wecker aus. Universe von Jason Donald. Ich kann den Wecker nicht ausmachen. Finde ich nicht gut. Ach du Scheiße, was ist das denn? Was auch immer es war, es verkriecht sich einfach langsam in die Dunkelheit, ne? Und da versucht irgendwas reinzukommen. Ist doch alles halb so wild. Ich gehe einfach mal hier hinterher, nicht? Ja? Kann ich nicht? Vielleicht auch besser so. Ja? Ja. Gut.
Ja, na dann. Dann ist ja alles tutti. Wen haben wir denn hier? Jacqueline! Und sonst so. Ich geh mal so da drüben, da wo da an der Tür so rüttelt, nicht? Ich geh mal rüber. Kommt jetzt der Jumpscare, kommt da jetzt, nicht? Oh, hab ich ein bisschen mit gerechnet, jetzt bin ich ehrlich, ne? Oh, was ist das denn? Gucke mal. Ist das eine Flashlight? Das ist aber nett von dir. Ja, die nehmen wir doch. Oh ja, toll. Das ist ja gar nicht schrecklich jetzt, die Passage. Toll. Ja, nu, wer bist du denn? Ein Halloween-Kostüm oder was? Hm. Ach, schön. Also, ich muss leider sagen, dass dieses Spiel unfassbar gut gemacht ist. Sehr zu meinem Leidwesen. Was ist das da? Müllsäcke, ja? Was im Schrank? Nee. Ach, guck mal, was da unterm Tisch wieder. Also Sounddesign macht dieses Spiel wirklich unwahrscheinlich gut. Happy Musik? Kann ich umschalten? Mach mal den Helene Fischer Hitmix. Nicht? Noch nicht. Ist auch wichtig, immer zwei Radios. Jetzt in Einklang bringen, oder? Oh ne, hier sind mehrere. Muss die alle anschalten. Ja, da ist noch eins. Ich glaube, das waren alle, oder? Oder brauche ich nur drei Stück? Ja, ich habe nur die andere gebraucht. Okay. Damit ist eine. Ha! Hei, 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 hei. Harmonische Melodie ergibt, wollte ich sagen. Das ist eine Erdbeere. Macht ihr los? Was ist hier los? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Kann ich hier rausgehen? Soll ich da rausgehen? Hallo? Nee? Muss ich das hier lesen oder so? Auch nicht? Okay. Wer klopft denn da jetzt so penetrant, du blödes Arschloch? Ich bin doch genau hier! Frage, wo hier der nächste Jumpscare kommt. Ach, guck mal. Sympathischer Typ, man kann sich unterhalten. Ah, guck mal, der Schrank ist weg. Und da drüben geht die Tür auf. Oh, ich bin so ein Profi. Ich bin so ein Profi. Mich glücklich. Ein Kinderzimmer, scheiße. Dann wollen wir doch mal gucken. Hier, kann ich das öffnen? Nein, kann ich hier öffnen? Auch nicht. Ja, und nu? Erstmal so Fenster glotzen.
Ich lieb ja Sterne, Himmel, da wär ich immer so scharf. 1, 2, 3. Muss das in der Reihenfolge sein? Ist das wichtig oder ist das egal? Das werden wir sehen. Ich versuch's mir schon mal zu merken fürs Voraus quasi. Fuchs, komisches Vieh, Ente, Affe. Komisches Vieh, Ente, Affe. Alles klar. Was ist das? Das geht nicht auf, da fehlt uns was. Okay. Du, dem Teddy, dem geht's nicht so gut. Glonk. Okay, erstmal sortiere ich die hier neue. So. Was ist das? Da ist ein Schlüssel in dem Teddybären, der sich da gerade selbst geköpft hat. Und damit müssten wir jetzt da drüben diese Kiste aufschließen können. Und ich vermute mal, da ist jetzt voraussichtlich noch ein kleines Stofftier drin. Sesam, Sesam. Und irgendwas sagt mir, dass dieses Stofftier verflucht ist. Oh. Alles klar, Walla. Und jetzt? Was soll jetzt passieren hier? Macht ihr jetzt noch was? Macht ihr jetzt noch Dinge hier? Oder was jetzt? Was ist los? Ich frag für einen Freund. Gottes Willen. Der hat mir alles zerfetzt gerade. Euch geht's noch gut, ja? Oh, gucke mal! Augen und Wurmsuppe und so ein Scheiß. Komm, bitte mal einfach Tür auf, ich will doch einfach nur raus. Ich will doch einfach nur raus. Meine Seele hat auch zum ersten Mal meinen Körper verlassen. Ja, das war böse. Ach, guck dir das an. Die lassen sich auch alle so hängen hier. Ja, und was ist sonst noch? Ah, guck mal, hier, da hat sich auch noch einer bequem gemacht, hier. Das ist ein Arm. Toll. Hier, da drüben ist noch ein bisschen was, da ist noch ein Kopf. Habe ich jetzt alles gefunden, was hier nicht ganz koscher ist? Ja. Boah, dieses Vieh ist auch so eklig, ne? Ist aber auch echt eklig. Also, das war ein sehr guter Moment, der richtig schön gestresst hat. Was ist mit meiner Taschenlampe? Hallo? Warum ist meine... Was ist das? Ein Stück Spiegel? Ich habe ein Stück Spiegel gefunden. Okay, meine Taschenlampe ist scheinbar einfach non-existent jetzt. Und ich muss hier Spiegelstücke suchen. Okay. Wir suchen weiter Spiegelstücke. Da ist noch eins im Klo. Irgendwo muss noch eins sein, ja. Denke ich zumindest. Bevor ich mir einen Wolf suche, setze ich mal lieber einen. Ja, eins fehlt noch mindestens. Eins fehlt noch. In die Dusche kann ich nicht rein. Hier sehe ich keins. Da. Ist ja also relativ offensichtlich. Hat man trotzdem irgendwie übersehen. So. Ich sehe aber auch so gut.
Warum bin ich so sexy? Hallo? Das war's? Ha! Ja, wieder ein sehr unschlüssiges Ende. Aber ich hab mir gut eingeschissen. 10 von 10.